Nummer zwei. Noch eine und das Geschütz ist Geschichte. Da kommt eine Menge Wärme von unten hoch. Okay, da wo ich die zwei Schützen gerade ausgeschaltet habe, hätte man wahrscheinlich auch nochmal lang gehen können, aber egal. Das soll ja jetzt kein 100% Run sein. Den habe ich schon auf der Xbox damals alleine gemacht. Ja, ja. Zu schnell. Bitte gefühlvoller. Ja. Ah, genau so. Jetzt kommen die gleich. Ich sollte lieber nicht hier sein, wenn die auftauchen. Diese letzte Kanone wird schwer bewacht sein. Aber ich muss sie unschädlich machen, sonst sind die Invader geliefert. Alles klar. Schon drittes Kapitel. Wie gesagt, das Spiel geht nicht so lang. Na komm, spring doch. Hier spricht Baron von Stroger. Alle freien Sicherheitskräfte zum Westtrakt. Unser Rattenproblem hat sich verschärft. Dieses Ungeziefer muss vernichtet werden. Da kommt das Begrüßungskomitee. Ah, jetzt. Wir müssen die Fähigkeit erst lernen, über niedrige Hindernisse zu springen. Ach so. Ich würde sagen, wir leveln ganz kurz mal ab. Was haben wir denn hier eigentlich alles noch? L1 wird da. Dann machen wir das doch mal. Es kommt wie gerufen. Alles klar. Wie war die Kombination jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Wie kann ich das da rein ran? Ah. Nee, warte mal, das ist ein bestimmter Spezialpunkt. Sehr zu gut. Ich mach's doch. L1. Gewämmt, Junge, was willst du tun? Ich mach die jetzt einfach alle platt. Ganz ehrlich, es ist auch ein... Endlich hat's mal geklappt. Das ist auch ein ganz gutes Training für Batman Arkham Origins. Was wir natürlich auch dieses Jahr noch zocken werden, Leute. So wie sehr, 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 sehr viele Spiele dieses Jahr noch. Da kommt ja einiges noch. Ich find's einfach geil, so dieser Roundhouse-Kick, weißt du, das tot ist. Ja. Wo ein Funkgerät, da ist auch eine Antenne. Bingo. Ob geiler als Chuck Norris? Ich weiß nicht. Ist schon schwer so, oder? Ja, aber diese Chuck Norris-Witze, die sind ja so ausgelutscht mittlerweile. Naja. Aber sie leben ja heutzutage weiter, nur der Name wurde halt ausgetauscht. Jetzt heißt es nicht mehr Chuck Norris, jetzt heißt es nur noch der Sorgos. Also. Ich kann damit leben, es ist... Ich bin es halt langsam nicht mehr anders geworden. Jetzt dreh dich für eine Scheiße eigentlich wieder. Oh oh. Oh oh. Dieses Hindernis. Er hat sich durchgebackt. Geil. Lalalala. Mal kurz ein paar Sachen einsammeln. Gut, dass es hier auch alles rumliegt, so frei zugänglich. Also ihr braucht nicht mal das hier aktivieren, ey. Ihr findet es auch so. Und ja, dann habt ihr die Sache.
glaube, hier hätte ich auch mein Schild drauf werfen können, dann wäre hier, glaube ich, alles explodiert. Aha. Und ja, ich kriege ja immer wieder die Fragen, besonders bei so älteren Spielen, wo man das kaufen kann, wie viel das kostet, etc. Ich habe es mir jetzt allerdings nur ausgeliehen, aber ich gehe mal davon aus, 10 Euro oder sowas. Und wenn ihr Bock habt auf so ein Superhelden-Spiel mit dem Kampfsystem von Batman, dann kann man auf jeden Fall mal einen 10er springen lassen, denn es ist wirklich nicht schlecht, wirklich. Also, macht schon Spaß. Und ihr seht ja auch die Videos, da könnt ihr euch selber einen Einblick, einen Druck geben, beziehungsweise holen und dann selbst entscheiden, ne? Wir versagen, will Zola seine Ungeheuer loslassen. Und die werden uns genauso killen wie den Ami. Okay. Okay, okay, okay. Oh, 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 Junge! Ach so. Das soll ich eigentlich machen. Wieso macht das nicht? Weil ich nicht abgeschossen hab. Ja, ich spring direkt rein, ey. Scheiße. Alter, von mir fliegt eine richtig fette Mücke, ey. Verpiss dich! Sonst bist du als nächstes dran. Schön bayerisch hier. Ah, lecker, lecker, lecker. Hm. Huh? Der übelste Bierhummer. Erstmal einpacken. Ich bin zwar bei weitem nicht der größte Bierfan, aber dafür sind die Deutschen ja bekannt. Ja. Hier nochmal eine Pickelhaube eingepackt aus dem Ersten Weltkrieg. Schönes Ding. Auch mitnehmen. Da liegt auch noch was. Hier. Ich habe letztes Mal bei, was heißt letztes Mal? Ich habe bei Spider-Man einen super geilen Kommentar bekommen, wo ich echt lachen musste. Und zwar hat er geschrieben, ganz traurig, wo ist unser Xbox-Service hin? Wo ich mir auch so dachte, macht es einen Unterschied, ob ich solche Spiele wie Spider-Man, Captain America, etc. etc. auf der Xbox-Socke oder auf der PlayStation. Macht es einen Unterschied für den Zuschauer? Macht es das? Und die Antwort ist nein. Macht es nicht. Also gehe ich mal davon aus, es war wieder so ein Fanboy. Warum? Weiß ich auch nicht. Es ist doch scheißegal, mein Gott. Es interessiert doch nicht, auf welcher Konsole er das zockt. Wo muss ich überhaupt lang? Da vorne war eine Treppe. Aber gut. Dass ich auch oft sage, dass ich die Spiele ausgeliehen habe, dementsprechend mich natürlich anpassen muss, was ich bekomme denn, was nicht, das ist auch, das spielt eh sowieso keine Rolle. Mach einfach mal, mach. Und der Rest ist dann auch eher unwichtig. Naja, was ist YouTube? An YouTube gibt es so viele negativen Seiten und mittlerweile auch mehr als positive, muss man ganz ehrlich sagen, aber trotz allem macht es einfach noch irrsinnig Spaß, Let's Plays zu machen. Ist einfach eine geile Sache, weil man da war ich noch nicht drin. So, was habt ihr hier? Für die Türen wurden aktualisiert. Achtung! Der Zugang zum Lastenaufzug lautet wie folgt. Alpha, Delta, 4, 4, Delta. Volltreffer. Hätte ich nie zu hoffen gewagt.
Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, nimm mir das erstmal mit. Sonst kriege ich wieder auf die Finger. Du hast was übersehen, Junge! Bist du bescheuert? Ich schlag dich kaputt, wenn ich das nächste Mal dich sehe, Alter. Hier? Hier. Ich sehe es noch nicht, ich sehe es noch nicht. Warte, 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 warte. Ah, die 1. Das sollte reichen. Das glaube ich auch. Also es liegt an jeder Ecke was. Also die haben es echt übertrieben ein bisschen mit den Sammelsachen. Aber gut, man muss es ja nicht tun. Man macht es irgendwie zwangsläufig, weil es ja immer so eine Sache ist, die man dann gerne mal mitnimmt, wa? Warum nicht? Besonders, weil man da ja auch Punkte für kriegt und meine ich jetzt nicht irgendwelche Trophäen oder sowas, sondern zum Aufleveln. Ranschleichen. Hallo, können Sie mir sagen, wo die Toiletten sind? Warum explodiert da direkt alles? Ich meine, klar. Ich bin ein heißer Kerl und da könnte schon mal die Drähte durchbrennen, aber das... Ich verstehe es nicht. So. Alles drumherum natürlich direkt zerstört. Auf einem Teppich den Computer tun, das ist schön. Das ist wunderschön. Captain Rogers, ein Hauptquartier. Hören Sie mich? Wir hören Sie, Captain. Wie ist Ihr Status? Ich habe ein zweites Geschütz unschädlich gemacht. Bin jetzt in einem Kasernengebiet. Eine letzte Kanone muss ich noch neutralisieren. Ferngeschütze brauchen eine freie Sicht, um effektiv zu sein. Sie haben das Ding sicher irgendwo oben installiert. Nach unseren Kenntnissen steht es vermutlich auf dem Dach des Gutshauses. Verstanden. Ich gehe in diese Richtung und versuche unterwegs ein paar Ablenkungen einzubauen. Gute Idee. Wenn wir sie ablenken und gleichzeitig ihren Nachschub verhindern, umso besser. Over und Ende. Installiert! Findet ihn! Nein, bitte nicht! Ach, kommt doch einfach raus. So. Ja, ja, du bist auch ein Spartaner. Ausweichen! Du bist ausgewichen. Aua, aua! Dankeschön. Bist du unfähig? Ja. Ach, kommt mal da auf eine gleiche Ebene. Das ist doch scheiße mit der Treppe. Kommt mal alle her jetzt hier. Wer ist der Chef im Ring? Genau. So, Bus, so. Verlass dich, das letzte. Ich gehe mal stark davon aus, da wieder raus. Ganz normal im Weg, oder? Ja. Kann man hier rüberspringen? Er hat es ja gelernt. Er hat es ja gelernt. Wow! Cap, du hast es drauf. Er hat es gelernt. Immerhin. Und uns raus hier. Also, das ist ein Engländer. Könnte sein, ne? Könnte das da sein? Müssen wir da lang? Aua! Ihr Schweine, ihr habt doch nichts drauf, ey. Unsterblicher Heil!